Liebe Leute, mein Name ist Dragner. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir starten gleich, beziehungsweise mir ist mal wieder aufgefallen oder nicht aufgefallen, dass ich, wenn ich das Spiel lade, das Savegame lade, sowieso gleich Play ist. Gut, dass ich direkt nach geladenen Savegame gleich mit der Aufnahme gestartet habe. So, was war Sache? Wir bauen hier einen Haufen Rohre, wir bauen jede Menge Böden. Hier unten müssen wir die letzten Bäder fertig machen. Ansonsten ist alles am Laufen. Was haben wir hier? Ein Wag, den wir zähmen wollten. Genau, ich erinnere mich. Hier könnten wir irgendwann mal eine Mauer durchziehen, aber das ist jetzt gerade keine Priorität. Gut, dann drehen wir mal ein bisschen schneller. Wir zähmen einen Wag. Der hat natürlich eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht lustig findet. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Wer auch immer, hier kommt schon einer. Kamissa möchte den Wag zähmen. Ich bin mal so frei. Waffe? Doch. Waffe? Ja. Und schickt da vorsichtshalber mal zwei Leute mit. Irgendwie habe ich so meine Befürchtung, dass es nicht gut geht. Ich hoffe, ich habe das die ganze Zeit im Auge. Sobald der Wag anfängt sich zu rächen, dass wir den gleich unter Feuer nehmen können mit ein paar Leute. Weil Kamissa steht ja dann direkt vor ihm. Herr Kaloin, du kommst auch noch mit. Und Kamissa würden wir dann nicht mehr wegbekommen. Also die wird so oder so gebissen, das können wir nicht verhindern. Das war's? Okay. Ja, müssen wir wie gesagt mal im Auge behalten. Mal schauen, ob ich das schaffe. Erste Munition liegt hier auch. Sehr schön. Damit wäre für gegebenenfalls für Belagerungen unser Mörser einsatzbereit. Die Roboter sausen rum. Hier hinten bauen wir überall Rohre. Sehr schön, sehr schön. Sehen wir denn irgendwo eigentlich die Chance, dass, wie hoch die ist, dass wir den zähmen? Ich glaube nicht. Also gerade eben war, glaube ich, was von 15% gerade dort gestanden. Ich glaube, sieht man aber nur, wenn man in dem Moment aufpasst, wo die Zähmung stattfindet. Glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Na, ich sehe nichts. Gut. Wie gesagt, einfach ein bisschen aufpassen sollte langen. Und wenn man 2, 3, 4 Leute dort hat, sollte das von Haus aus jetzt nicht so das Problem sein. Quest läuft ab. Der gesuchte Gefangene. Achso, okay. Ne, werden wir abbrechen. Wir haben nach wie vor kein Gefängnis. Kein weiterer Zähmversuch momentan. Also ich habe jetzt weit rausgescrollt, um das ein bisschen im Auge zu behalten, ob einer hier rausläuft. Deswegen heute etwas höhere Auflösung als sonst üblich. Oh. Und da geht's los. Zähmt Wag eher. Kamissa hat natürlich immer einen kleinen Vorsprung. Ist klar. ...18% Chance. Ja, die ist wirklich nicht besonders hoch, die Chance. Aber gut. Wir probieren es trotzdem. Vielleicht kriegen wir ihn ja mal. Oder vielleicht finden wir auch mal welche bei einem Händler. Ich meine, Walks würde ich vielleicht sogar kaufen. Ah, ist ein bisschen Geldverschwendung, wie ich finde. Aber warum nicht? Okay, wir haben noch 525 Fleisch und och, mehr ist genug Nahrung. Das passt. Dann würde ich mir mal langsam Gedanken machen. Ich meine, wir bauen hier überall Böden gerade rein. Was haben wir hier? Granitblöcke. Die Windturbine hier nervt mich langsam etwas, muss ich gestehen.
würde eigentlich an sich gerne hier was reinbauen. Die Frage ist nur, wo kommt der Knast hin? Ich könnte den Knast auch hier reinbauen. Es würde auch gehen. Kamissa ein bisschen im Auge behalten. Die ist anscheinend unsere Zähmerin. Und zwar, wenn man jetzt hier und hier eine zweite Mauer so irgendwie hinmacht, dann hätten wir Räume 1, 2, 3, 4, 5, Mauer, 1, 2, 3, 4, 5, zum Beispiel Mauer, das langt für den Gefängnis. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, Mauer, Mauer. Dann müsste man aber die Türe irgendwo hier oben zum Beispiel hinmachen. Beispielsweise so. Es wären jetzt zwei Kammern. Und sagen wir, hier machen wir einen kleinen Gang hin. Dann hätten wir hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 würde perfekt passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann könnte man theoretisch auch noch so sagen. Und die Tür versetzt man einfach hier rüber. Dann hätten wir hier ein Gefängnis. Verteidigung müssen wir noch schauen, wie wir dann hier reinsetzen. Aber, ja. Und nicht aufgepasst, sage ich es nicht. Ah, Kamissa natürlich direkt verletzt. Oh, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Nein! Nicht mein Roboter! Kann ich den irgendwie nach Hause schicken? So, Sora, renn und rette Kamissa. Sollte aber jetzt nicht so das Problem sein. So. Den müssen wir dann wieder aktivieren, gleich den Roboter. Was machen wir jetzt mit dir? Am besten den Rest geben. Aktivieren. No storage. Ah, unser Essen ist voll. So, wo ist es denn, Kamissa? Wieso wirst du... Ah. Okay, doch, Kamissa kommt schon. No, knappe Geschichte, aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Doch, sehr, sehr, sehr knappe Geschichte. Sora war es übrigens. Ich dachte mir gerade, was geht denn hier ab? Aber okay. Kamissa ist über dem Berg. Wird jetzt ein bisschen dauern. Aber kein Wag für uns. Ich habe es mir ja irgendwie fast gedacht, dass sowas passiert. Ja, dann setzen wir doch mal den Tisch hier schnell um. Dann hätte ich die Türe gerne hier. Ja, ganz cool sind. Setzen wir die Mauer dabei auch um.
Schau mal, Transportroboter 2 wollte das gerade eben machen. Und wo ist jetzt die Mauer hin? Abgerissen natürlich. Hat erst die Tür umgesetzt, blöderweise. Dann können wir den Tisch hier dabei auch ein bisschen umstellen. Dann machen wir es so. Ist halt hier der Gang ein bisschen breiter, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wundinfektion bei Camissa. Okay. Doc kümmert sich schon drum. Ja. Thema erledigt. Und dann geben wir hier doch gleich mal ein paar Mauern in Auftrag. Ich hätte gerne mal die hier. Ja, das mit der hier mit der zweiten Mauer über. Doch hier werden wir sie auf jeden Fall setzen. Ach, wisst ihr was? Ich meine, wir haben ja. Doch, ist schon die richtige Mauer. Wir überfordern unsere Leute einfach mal wieder ein bisschen. Vollkommen in Ordnung. Präzisionswaffen ist abgeschlossen. Ach, wir lassen trotzdem mal bauen. Forschen können wir danach noch einstellen. So. Hier lassen wir dabei mal offen. Bräuchten ja eigentlich hier auch noch ein paar Kanonen irgendwie. Das überlege ich mir mal noch, wie ich das genau wieder mache. Camissa kann wieder laufen. Sehr schön. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Und wir wollen neue Forschung. Wir haben jetzt hier Präzisionswaffen. Dann wäre ich ja eigentlich schon direkt noch für den Autokanonenturm. Und dann können wir mal wieder hier hinten ein bisschen reingehen. Vielleicht ein bisschen was für die Zufriedenheit oder so tun. So, wie schaut es denn hier aus? Böden passiert noch nicht sehr viel. Hier ist aber alles angeschlossen. Die Bäder sind fertig, die Rohre sind fertig. Ein weiteres Bad ist auch fertig vom Boden her. Also ein paar Aufträge haben wir noch. Aber es schaut eigentlich ganz gut aus soweit. Blockierte Sonne. Mhm. Werden die Leute sehr unzufrieden wegen Dunkelheit. Apropos Dunkelheit, wir könnten mal hier überall noch ein paar Lichter ranbauen, damit die Dinger hier ein bisschen heller sind. Die haben wir sowieso. Die Flure. Die Frage ist, was wir mit dem Teil hier machen. Ich wäre ja platt dafür, dass wir das mal abreißen. Wir können es theoretisch auch umstellen, aber ich weiß nicht, für was wir es brauchen. Macht eigentlich eh nicht genug Strom. Batterien schauen gut aus. Camissa ist ein Notfall. Warum? Gute Frage. Nächste Frage. 83, 92 wegen der Wundinfektion ist ein Notfall, aber überstehen wir locker. Camissa ist nackt. Warum? Weil die Hose fehlt. Haben wir eine Hose in Auftrag? Theoretisch nein. Warum? 0 von 2 Hosen. Also der Auftrag ist ja an sich hier. Wir haben 0 von 2 Hosen, also eigentlich ist der Auftrag sehr wohl da. Aber hier steht Arbeiter Priscilla. Wieso denn Priscilla? Kann doch jeder machen.
Okay, hier wird mal ein Parker ausgebaut. Ah, sie hat die Hose im Inventar, deswegen. Okay. Aber sie brechen auch ständig ihre Arbeiten wieder ab. Das könnte eigentlich unser Roboter auch machen, gell? Überfall, die Kirche von Nobrinos. Oh, wow, 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 wow. Aber alles Nahkämpfer anscheinend. Kein einziger Bogenschütze dabei. Aber es sind einige Leute. Und sie wollen einen Tunnel graben. Die Frage ist, wo? So, greifen sie sofort an. Sieht man nicht. Aber vermutlich. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal ganz leicht. Wir stellen jetzt mal alle hier hin. Da kommen sie. Was machen unsere Leute? Wow, 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 wow. Knappe Geschichte. Okay, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das dachte. Eigentlich dachte ich mir, wir stehen schneller da und nehmen die ersten schon mal unter Feuer und lecken ein bisschen ab. So, wo wollen sie hin? Hier hinten vielleicht rein? Ja. Okay, der erste ist drinnen. Alle sind sie drin, oder was? Was machen sie denn jetzt? Sie kommen doch durch. Das ist eine offene Tür. Nicht meine Roboter, ihr Mistkerle! Mein Roboter ist kaputt. So, ihr Mistkerle, so leicht mache ich es euch aber nicht. Ihr habt mich überfallen, jetzt werdet ihr es auch bereuen. Die zwei erwische ich noch. Na gut. Na gut. Gefangenen werde ich jetzt keinen machen. Okay, wird bereits von Sora benutzt hier. Kann ich dich reparieren? Wahrscheinlich nicht. Wer ist denn kaputt gegangen? Doch, reparieren. Cool. Hier machen wir jetzt die Tür zu. Hier ist die Tür jetzt auch wieder zu. Hier oben müssen wir eine Wand wieder bauen. Ja, das war falsch. Das war falsch. Ich wollte dringend tragen. Ja, ihr könnt ruhig in Ruhe verbluten, das ist mir egal. Gut.
Tod-Transportroboter wurde erstochen. Okay. Kaloin, wir haben einen Händler hier. Könntest du mal kurz handeln? Bin immer noch im Überlegen, ob wir die Elche verkaufen. Ich weiß nicht, so Nutzverhältnis, Milch und so. Bin ich gar nicht so der Freund von. Ich hätte tatsächlich inzwischen lieber ein paar kleinere Kampftiere. Aber Milch könnte man halt später bei einem höheren Rang eigentlich gut gebrauchen. So, wir verkaufen mal ein bisschen Essen auf jeden Fall. Wir haben noch 1200 Mais und 1900 Reis. Wir verkaufen mal 1000 Reis und 600 Mais. Und dazu haben wir ja auch noch 600 Kartoffeln und Fleisch haben wir auch noch. Dann, was können wir noch verkaufen? Stoff, glattes Leder. Behalten wir noch ein bisschen. Wolfsfell verkaufen wir. Plastahl, Holz, ah ja, Stammeskleidung weg, Hemd aus glatten Leder schlecht weg, kaputter Parker, Hemd aus glatten Leder normal 99, weg, Faultierwolle weg, Hemd aus glatten Leder gut behalten wir, Parker gut, aber 91% verkaufen auch einfach mal, Cowboyhut aus Stoff gut, stellen wir halt die ganze Zeit neu her. So, was könnten wir denn kaufen? Ich hätte wie immer gerne Bauteile. Fortschrittliche Bauteile. Holz haben wir noch mehr als genug. Könnten Marmorblöcke kaufen. Oh, ist mir zu teuer. Um ein bisschen schneller zu bauen. So war ein bisschen der Gedanke. Hätten sie jetzt tatsächlich... normale Steinblöcke, also Granitblöcke, die würde ich sogar kaufen. Okay, lassen wir es so, wir nehmen 684. Hört sich gut an. Wird gemacht. Hier ist auch eine Wand kaputt, bloß das Licht ist kaputt, müssen wir dann noch reparieren. Wer bricht zusammen? Lemmy. Nee. Alles nicht so schlimm. Leichen werden jetzt verbrannt. Roboter reparieren wir. Könnte eigentlich... Wir haben keinen Stahl mehr. Nein. Oh nee. Gerade eben hätten wir auch noch schnell ein bisschen Stahl kaufen können. Wie schaut es denn bei dir aus, Kommissar? Ja, du bist auch gleich wieder fit. Traumhaft. Also man sieht schon, aber wir brauchen hier hinten auf jeden Fall noch einen zweiten... Der lebt immer noch. Einen zweiten kleinen Verteidigungsriegel dann. Sowas hier. Wäre nicht schlecht. Aber gut. Ich würde sagen, mit dem Angriff wäre es das für heute gewesen. Ein bisschen was hat man immerhin gesehen, vor allen Dingen das ganze Blut. Ein bisschen Wunden lecken müssen wir, aber war jetzt wieder harmloser, als man vermutet hätte. Aber es zeigt mir, hätten die jetzt Schusswaffen gehabt, hätte ich ein Problem gehabt. Wir müssen eindeutig noch ein bisschen was machen. Und das erste fällt mir gerade ein, was wir machen. Wir stellen noch ganz schnell ein paar Sturmgewehre und Präzisionsgewehre her. Schwere MP, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Viele Aufträge, viele Aufträge. Jo, in dem Sinne, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und hoffe, bis zur nächsten Folge. Servus.